Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Diamant-Edition. Wir befinden uns hier im Hauptquartier von Team Galactic. Und naja, beim letzten Mal hat sich Chief endlich weiterentwickelt. Jetzt ist es ein wunderschönes Kramchef. Und naja, dieser Rüppel neben uns ist unser nächstes Opfer. Ich bin ein Mitglied des Team Galactic, aber ich habe nicht dabei Pokémon. Ich bin ein so armer Rüppel. Aber es ist ja meine eigene Schuld. Ich weiß immer noch nicht, wie die Teleporter verbunden sind. Oh, der... Falscher Alarm. Der wollte nicht kämpfen. Aber das hier scheint soweit der richtige Weg zu sein. Da oben war ja noch eine Abzweigung. Und mal gucken, wo es da lang geht. Das will ich mir zuerst ansehen. Da war das Zink. Und da oben war zumindest noch ein Forscher. Will der kämpfen? Nein, oder nicht? Ich bin jetzt... Ach, das ist der Typ, der nicht befördert worden ist. Ach gut, den Weg hätten wir uns sparen können. Never mind, hinterher ist man immer schlauer. So, da wären wir wieder. Einmal kurz jetzt die Treppen hoch. Let's go. Hi. Wer glaubst du, wer du bist? Einfach in die Hallen des Hauptquartiers, zu entehren. Ich bin Sefi. Liebe dich. Ein Charmian. Da setzen wir mal Finte drauf ein. Und besiegen es mit einem Schlag. Sehr schön. Ein sehr klarer Trainer bist du. Was haben wir hier? Ein Weg. Folgen wir dem mal gucken, wo wir rauskommen. Ich hasse so viele Abzweigungen. Ist das der Rückweg? Na, immerhin will hier jemand kämpfen. Was fällt dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Rotznase, solltest deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Okay, kann ich jetzt gehen? Ein Kadabra, kein Problem. Chief wird sich da sofort drum kümmern. Ich meine, was will dieses Kadabra schon unternehmen? Wir greifen nächste Runde mit Errors und dann hat sich das Problem auch erledigt. Dachte ich mir. Und noch ein Kadabra. Wenn das gleiche Level hat, können wir sogar wieder Finte einsetzen. Sehr schön. Nevermind, wir können keine Finte mehr einsetzen. Hat sich gerade erledigt. Dann nehmen wir eben Errors. Sind wir noch paralysiert? Also, was können diese Kadabras eigentlich alles? Naja, egal. Die können uns jedenfalls nicht verletzen. Gibt gleich einen Paraheiler und gut ist. Dich und deine Pokémon hatte ich nicht auf Verrechnung. Da, Hyperheiler. Bitteschön. Und Hypertrank. Oh, wir sind hier auf der anderen Seite. Matschbombe, sehr schön. Die gibt es dir also. Hi du, willst du nicht kämpfen? Team Galactic wird alle Pokémon entfesseln und dann... dann werden wir alles beherrschen. Und der G-Schlüssel.
Würde ich sagen, gucken wir uns aber noch ein bisschen hier um. Wir sind ja scheinbar einen ziemlichen Idealweg abgelaufen. Ein, zwei Trainerchen wird es doch hier sicherlich noch geben, die wir vermöbeln können. Ich hab Bock auf Kämpfe. Und Chief auch. Aha, unser nächstes Opfer. Ich bin sehr kurz vor einer Beförderung zum Commander. Ich werde den Boss beeindrucken und dich zu meiner Trophäe machen. Ein Wampel, wie süß. Der muss aber ziemlich gut kämpfen können, wenn er mit seinem Wampel kurz vor der Beförderung zum Commander steht. Oder er hat sich das ausgedacht. Er lebt in seiner kleinen Traumwelt. Weg mit dir. Hallo, Pudox. Bitteschön. Ein Aeroath. Nur für dich. Oh, ich glaube, das war ein bisschen zu viel des Guten. Das hat's jetzt nicht so gut weggesteckt. Das soll's. Und Level Up für Chief. Und ein Panikorn. Die komplette Entwicklung durch. Zwar in der falschen Reihenfolge eingesetzt, aber hey, ich bin kein Unmensch. Mir ist das egal. Und damit wäre Panikorn auch besiegt. Ich wünschte, dies wäre nie geschehen. Also ich bin sehr froh mit dem Ergebnis. Hi du. Verschlossene Tür kannst du nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Wenn ich ein lustiger Bösewicht wäre, würde ich es dir verraten. Aber ich bin nicht lustig. Guten Tag. Manche Leute werden nie den Sinn hinter unseren Handlungen verstehen. Du verstehst ihm Galaktik auch nicht. Wieso widersetzt du dich uns, weil die Story es mir sagt? Es ist nicht so, dass ich wirklich einen eigenen Willen habe. Ein Skakapu. Nehmen wir Aeroas. Das wird gut Damage machen. Das hat gut Damage gemacht. Ja, ich wünschte, wir könnten auch Nachthieb. Nachthieb ist noch einen Tacken stärker als Finte. Und hat eine hohe Volltrefferquote. Was man mit einer Fähigkeit von Kramox Glückspilz ziemlich gut kombinieren kann. Glückspilz erhöht nämlich die Volltrefferquote. Unseres hat aber Insomnia. Ich kann weder verstehen, wieso du so stark bist, noch das Kämpfen an sich. Das Credo des Team Galaktik. Alles gehört uns. Und schau über die Welt hinaus. Der ganze Weltraum wird Team Galaktik gehören. Da hat aber jemand ein ziemlich große Ziele. Alarm, Eindringling! Man riecht für mich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Mit Bronzel. Nehmen wir eine Finte. So, nehmen wir noch eine Finte und dann sollte das erledigt sein. Fertig. Und ein weiteres Gunkapu. Ist es nicht süß? Ich mag Skunkapu voll gerne. Wenn man es so ein bisschen eher fangen könnte, wäre das noch besser. Es ist nämlich Unlichtgift. Ziemlich gute Typenkombination. Stellt euch mal vor, man könnte das irgendwie, keine Ahnung, beim Ewigwald fangen oder so. Dann könnte man es gleich gegen die Pflanzenleiterin einsetzen. Und dann würde man Platin spielen, wäre als nächstes die Geisterarena dran.
Da könnte man es dann auch gleich wieder einsetzen. Und in der Kampfarena könnte man es notfalls auch einsetzen, weil es, ja, Unlicht, Gift ist. Das heißt, Kampfattacken sind neutral drauf. In der Wasserarena kannst du eine Pause einlegen. In der Stahlarena kann man es wahrscheinlich auch nicht so gut einsetzen. Aber man kann dem Feuersturm und Flammenwurf beibringen. Hey, geht's doch nicht weiter? Sind wir durch? Ich glaube, wir sind hier durch. Ja, wir sind hier durch. Also ja, wenn man wollen würde, könnte man es ziemlich häufig einsetzen. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ich glaube, wir haben keine Fluchtseilen mehr, ne? Aber hey, wir sind ja auch noch gar nicht da rechts lang gegangen. Wir sind ja links gegangen. Ach, hier war sowieso noch ein Item. Die TM 39, 49 Übernahme. Naja. Was man hat, das hat man. Aber wir könnten einmal kurz nach Weideburg gehen. Und eine Herdschuppe einsetzen. Vielleicht kann Chief noch was Gutes lernen nach der Entwicklung. Kramschiff hat ein leicht anderes Attackenset als Kramorks. Das heißt, es könnte eventuell andere Attacken lernen. Und wir können zum Attackenverlerner gehen und Zerschneider loswerden und es halt für eine Matschbombe tauschen. So, mal kurz fliegen. Weideburg ist ja dran, gehen wir da zuerst hin. So, der war hier. Mal schauen. Chief. Ränkeschmied könnte es jetzt noch lernen. Dann kommt Nachthieb, kommt dann wahrscheinlich noch ein bisschen später. Hat Rosi irgendwas anderes? Ich glaube, Scorch kann jetzt nach der Entwicklung Dingsabum, Sonnenschlag. War das nicht so? Naja, hat sich nichts geändert. Sind das sogar nicht weniger Attacken geworden? Scorch, komm mal her. Ne, da hat sich auch nichts geändert. Manchmal ändert sich das ja, aber gut. In dem Fall vielleicht nicht. Fliegen wir als nächstes nach Fleetburg. So, dann werden wir mal den ollen Zerschneider los, was? Hi. Und dann können wir dir Matschbombe beibringen und dann hast du sogar wieder was gegen Pflanzen-Pokémon. Der Zerschneider soll weg. So. Den sind wir losgeworden. Dann können wir dir jetzt Matschbombe beibringen. Das ist Schockwelle. So. Kann Schockwelle jemand lernen? Hätte mich auch gewundert. Ich glaube, wir haben so viele TMs und nur die Hälfte davon können wir wirklich gebrauchen. Das ist echt mehr. So, dann können wir auch wieder zurück nach Schleide fliegen. Ich muss niesen. Moment. Moment. Die hatten es in sich. Auf den Schreck erstmal heilen. So, Gott, ich glaube, da kommt gleich sogar noch was nach. Aber hey, erstmal macht Chief mal kurz Pause.
Ich meine, ich würde Chief gerne noch ein bisschen länger einsetzen, aber es levelt leider ziemlich gut und die anderen müssen auch noch EP-technisch ein bisschen hinterherkommen. Deswegen, naja. Wer Pause machen muss, muss Pause machen. Das ist nun mal so. Kann ich nichts gegen ändern. So, jetzt sind wir hier durch. So, nehmen wir uns die Banausen mal richtig vor. Macht dir die Schleicherei durch unser Hauptquartier Spaß, Eindringling? Jetzt wirst du jedenfalls ohne Schleicherei hinausbefördert. Naja, haben wir genau richtig gewechselt. Golbert können wir mit dem Lizard erledigen. Und dank Zoom-Linse oder dank Großlinse haben wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, mit Blizzard zu treffen. Beziehungsweise unsere Trefferquote sollte im Allgemeinen steigen. Ist ein ziemlich guter Workaround, wenn man bedenkt, dass Gelb und Snatch jeweils zwei Attacken haben, die nicht so hundertprozentig treffen. Kann Snatchy eigentlich Blizzard lernen? Müssen wir mal gucken, weil wenn es Blizzard lernen kann, haben wir nämlich die gute Elektro-Eis-Attacken-Kombination, mit dem wir wahrscheinlich jedes Pokémon mindestens neutral treffen. Weil es keine Typenkombination gibt, die dem resistent wäre. Ich kann dich wohl nicht am Weiterschleichen hindern. Und wir haben ja gerade erst unsere Blizzard-TM gefunden. Nein, kannst du nicht lernen. Aber Ice-Sieb kannst du, glaube ich, lernen. Dein Licht wird verblassen. Von jetzt erleuchtet nur noch Team Galaktik. Und ein weiteres Golbert. Ach, die hätten wir im Doppelkampf hops nehmen sollen. So, wir machen Blizzard. Und plötzlich treffen wir mit Blizzard. Geht doch. Und Level 41 für Gelb. Ein Schaloko. Das können wir, glaube ich, am besten mit Surfer angreifen. Es kann sich mit Härtner immerhin die Verteidigung erhöhen, aber nicht die Spezialverteidigung. Erledigt. Nächster bitte. Das verstehe ich nicht. Wieso die Eile? Niemand ist hier in Eile. TV-Zimmer, Team Galaktik. Die besten Audio- und Videosysteme nur für Mitglieder. Auf zu einem neuen Universum, das Team Galaktik. Gott, hier gibt es so viele Teleporter. Das Credo des Team Galaktik, alles gehört uns. Und schau über die Welt hinaus. Der ganze Weltraum wird Team Galaktik gehören. Okay, der Weg ist eine Sackgasse. Hier gibt es nur einen Top-Beleber. Das finde ich persönlich sehr top. Jeden Weg müssen wir abklappern. Ich will nichts übersehen. Oder sagen wir, möglichst wenig übersehen. Wow. Gibt's hier ein Item? Auch nicht. Das Ding ist einfach nur eine Sackgasse. Dann geht's über den TV-Raum lang. Hi, du. Du wirst unsere Forschung nicht sabotieren. Fährt aus dem Galaktik! Oh, dagegen können wir Knirscher einsetzen. Sehr gut.
Ich hatte keine Chance. Das war jämmerlich. Betten! Schlafraum Team Galaktik. Bevor du ins Bett steigst, prüfe bitte, ob es leer ist. Ah, das ist gut. Legst dich da ins Bett, liegt da einfach schon einer drin. Oh, ein Doppelkopf. Macht das Sinn? Nein, wir machen das anders, oder? Wir machen das so. Rosi ist zwar nicht die beste Wahl hier in Doppelkämpfen, weil ziemlich viele Pokémon haben, gegen die Rosi schwach, beziehungsweise gegen die Rosi nur wenig Schaden machen kann, aber naja, es ist ein Doppelkampf. Wenn Rosi vorne steht, kann Gelb noch Surfer einsetzen, weil Rosi resistent gegen Wasserattacken ist. So, einmal Surfer und Spukball auf die Bunkel. Dann sollten wir erst die Bunkel gleich eigentlich mit dem Spukball ausschalten können. Oh, wir haben es so schon vernichtet. Sehr gut. Dann hat sich das wenigstens erledigt. Das die Bunkel sollte dann auch durch den Server draufgehen. Wie wir jetzt beide Pokémon normal haben, nur auf der jeweils anderen Seite. Also nochmal dasselbe. Rosi kann so einen Server ja verkraften. Das Gankapu scheinbar aber nicht. Perfekt. Tja, was macht man mit Mist? Man spült es weg. Und Charmian kommt als letztes. Da können wir noch mit Knirscher drauf gehen, dann kriegt Rosi nicht noch wieder Schaden. Aber wir haben Fokusstoß, rauf damit. Wow. Weil, dass es daneben geht, ist mir eigentlich ganz recht. Dann kann Rosi sich mit Gigasaurer wieder ein bisschen heilen. Ein bisschen viel. Als wäre da nie ein Surfer gewesen. Du lässt mich jetzt tun, was ich will. Damit hat sich meine Beförderung wohl erledigt. Okay, von mir aus, mach, was du willst. Ist mir egal. Kamen wir von da? Nein, ein bisschen hier lang. Dieses Mal sind es 3 Teleporter. Das werden ja immer mehr. Geht's hier lang? Ja. Die nehmen wir uns zuletzt vor. Da liegt ein Item. Ein Elixier. Und hier ist nichts, nehme ich an. Ja, ich nahm richtig an. Gut, dann gehen wir wohl hier lang. Notgedrungen müssen wir dann wohl hier lang gehen. Die Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Gut, dass wir den haben. Guten Tag. Verstehe, du musst der Trainer sein, von dem ich gehört habe. Der närrische Trainer, der glaubt, das Team Galaktik aufhalten zu können. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass du noch ein Kind bist. Unsere Commander hatten ziemliche Probleme mit dir, habe ich gehört. Ich weiß, warum du hier bist. Ich kann es in dir spüren. Es geht um Selfie, Vesprit und Turbo. Stimmt's? Du willst sie retten. Ich brauche sie nicht länger. Sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Wenn du sie unbedingt retten willst, bitte. Mir ist es gleich.
Dann ersparst du mir die Arbeit, sie selbst zu beseitigen. Allerdings, ich muss sagen, du bist schon erstaunlich. Diese Pokémon haben mit dir doch überhaupt nichts zu tun. Und doch willst du sie retten. Warum? Aus Mitleid? Welch nutzlose Emotion. Unlogisch, irrational. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Diese jämmerliche Sentimentalität hatte ich also hierher gebracht. Du wirst es noch bereuen, auf dein Herz gehört zu haben. Eigentlich ist sowas gar keine menschliche Eigenschaft, denn es gibt auch Tiere, die das können. Zum Beispiel, Elefanten können Mitleid oder Mitgefühl spüren. Oder Affen können das auch. Wölfe und Raben sind dazu auch in der Lage. Es gibt sogar Fälle, wo kleine Äffchen verwaist sind in der Gruppe, weil die Mutter halt getötet wurde. Und trotzdem haben sich andere Mitglieder der Gruppe dann um diese Äffchen gekümmert. Ziemlich bekannter Fall. Männlicher Schimpanse ist verwaist worden. Und ein anderer männlicher Schimpanse der Rücken hat sich, der Gruppe hat sich denen angenommen. Das ist ziemlich erstaunlich. Also ja, das ist gar keine rein menschliche Eigenschaft. Hunde können sogar erkennen, ob es den Besitzer schlecht geht oder nicht und sich dementsprechend verhalten. Also ja, was er redet, ist ziemliche Grütze. Ein weiterer Grund, warum wir ihn verprügeln. Ich möchte keine Vergiftung, danke. Ich wollte gerade sagen, ich nehme den Volltreffer lieber in Kraft als eine Vergiftung. Oh, die Verteidigung ist gesenkt, sehr gut. Können wir jetzt einfach nochmal Knirsche einsetzen, das überlebt es nicht. Und Level Up für Gelb. Sneebel, gegen Sneebel haben wir Fokusstoß. Wenn es trifft. Mein letztes Pokémon. Das ist korrekt. Oh, Sneebel ist schneller. Ja gut, das ist nicht so toll, aber naja. Auf lange Sicht sollten wir das gewinnen. Er hat einen Trank gegeben, wir geben auch einen Trank. Das ist nur fair. Das ist ineffektiv, Junge. Ich will eigentlich Fokusschutz einsetzen. Was hat dieses Nebel für Attacken? Und das war sein Sneebel. Hat Gelb einfach mal sein ganzes Team auseinander zerrissen. Interessant. Aber auch etwas merkwürdig. Verstehe, du bist tatsächlich stark. Und die Quelle deiner Kraft ist dein Mitgefühl für Pokémon. Welch eine Verschwendung. Solche Emotionen sind nur Illusion. Eigentlich ist es sogar biologisch begründet, dass man Mitgefühl hat. Denn dadurch fühlt der andere sich, dem man Mitgefühl zeigt, später schuldig. Das heißt, wenn man selber mal in einer schlechten Lage ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass derjenige, für den man Mitgefühl gezeigt hat, einem auch Mitgefühl zeigt. Ist also, ne? Sehr logisch. Und wie alle Illusionen werden sie mit der Zeit vergehen und im Nichts auflösen. Deswegen habe ich all diese nutzlosen Emotionen aus meinem Leben verbannt. Aber ich bezweifle, dass du meine Sichtweise jemals teilen wirst. Dessen ungeachtet bist du stark und mutig, dass du allein hierher kommst. Das weiß ich zu schätzen. Hier ist eine Belohnung. Der Meisterball! Der Meisterball ist der beste aller Pokébälle. Er fängt jedes wilde Pokémon ein. Immer. Überall. Aber ich brauche ihn nicht. Im Gegensatz zu euch Trainern sind Pokémon für mich keine Freunde. Und ich verwende sie auch nicht als Werkzeuge wie die anderen vom Team Galactic. Nein, ich eigne mir die Kraft der Pokémon selbst an. Das heißt, er kann Flammenwurf einsetzen, wenn er ein Feuer-Pokémon hätte? Wenn du die Pokémon der Seen retten willst, verwende den Teleporter. Ich reise jetzt zum Kraterberg. So ist es, zum Kraterberg, wo wir uns zum ersten Mal begegneten.
Ich werde seinen Gipfel erklimmen und das Ende heraufbeschwören. Nein, ich werde einen neuen Anfang erschaffen. Oh, da geht's nicht weiter. Wir müssen erstmal die Seen-Pokémon retten. Aber wir werden erstmal eine klitzekleine Pause machen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis dahin verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.